Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's, der Ganschott, und ja, ich bin wieder da. Es gab viel Berufliches und auch Privates, was mich im Endeffekt natürlich ein bisschen zurückgehalten hat. Ich habe den Beruf gewechselt und dann kamen Lehrgänge etc. Das ist jetzt vorbei. Jetzt kann's endlich wieder losgehen. Mit YouTube und was genau ich bei YouTube vorhabe, meine Freunde, darüber reden wir jetzt. Also meine Freunde, ihr kennt das von YouTube bei mir. Ich habe eigentlich ziemlich viel auch querbeet gemacht, bin aber immer ungefähr einer groben Linie gefolgt. Das heißt auf jeden Fall, dass hier Content kommt. Wozu hier Content kommt, grob eine Richtlinie, womit ich jetzt demnächst erstmal anfange, meine Freunde, ist, ich möchte Hearthstone Guides rausbringen. Jeder von euch weiß, der mich bei Twitch verfolgt, dass Hearthstone mein Hauptgame ist. Und bei Hearthstone kommt es halt so oft vor, dass mich Leute fragen, wie sie das Deck zu spielen haben oder keine Ahnung, wie, was für Karten man braucht etc. Weil die Leute es einfach nicht besser wissen. Und da ich mich eh andauernd damit beschäftige, habe ich mir gedacht, mache ich ordentlich Guides, die das auch erklären, wie man es spielen muss. Beziehungsweise was die Absicht dieses Decks ist und was man für dieses Deck braucht. Und da möchte ich auf jeden Fall, dass ich gerade den Leuten, die das nicht wissen, das super erkläre, damit sie auch da die Mechanismen super verstehen. Dann möchte ich natürlich auch Sachen einfach so zeigen, die ich spiele. Avada Kedavra, bro! Avada Kedavra! Avada Kedavra! Avada Kedavra! Das heißt DayZ. DayZ möchte ich, wenn ich Videos dazu kriege, möchte ich euch wieder so ein paar Action-Videos wie das letzte im Endeffekt einfach wieder mitservieren, damit ihr da Spaß dran habt, damit ihr da was zu sehen bekommt. Und ansonsten, was natürlich zukünftige Games angeht, meine Freunde, habe ich natürlich auch schon ein bisschen was im Petto. Und zwar möchte ich mir natürlich Spiele angucken wie The Division 2, muss allerdings einiges mehr herbieten als The Division 1, ansonsten kommt das Ding direkt wieder von der Liste, weil The Division 1, wisst ihr selber, ich habe es gesuchtet wie Sau, aber wer so ein scheiß Endgame abliefert, dass du im PvP es immer noch nicht geregelt kriegen, Hacker zu bannen etc., beziehungsweise das PvP überhaupt interessanter zu gestalten, die sind bei mir unten. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust. Auf jeden Fall muss das auf jeden Fall bei The Division 2 besser laufen. Dann natürlich, was Riesenaufsehen erregt und bei euch wahrscheinlich auch auf der Liste steht, ist Cyberpunk 2077. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Dann natürlich noch Beyond Good and Evil 2. Das muss ich mir natürlich auch angucken. Es sieht super aus. Und wie natürlich schon einer von euch in den Kommentaren erwähnt hatte, Anthem. Anthem muss ich auf jeden Fall auch, glaube ich, mal angucken. Es gibt noch ein paar mehr Sachen, die ich mir so im Hinterkopf behalten habe, die ich mir auf jeden Fall angucken möchte. Und je nachdem, was davon positiv rauskommt, das werdet ihr dann auch hier sehen. Aber ich bin auch offen halt für eure Kommentare. Und zwar haut hier unten einfach in den Kommentaren rein, wenn euch spieletechnisch noch was einfällt. Und ich werde auf jeden Fall mal in der Rubrik gucken, ob mir das vielleicht zusagt und ob es mit auf meine Liste kommt. Ja, meine Freunde. Und ansonsten möchte ich natürlich auch auf eins hinweisen. Diejenigen unter euch, die meinen Twitch-Kanal vielleicht noch nicht kennen. Auf Twitch bin ich tatsächlich auch ziemlich oft unterwegs. Einfach weil Twitch mir die Flexibilität lässt, auch einfach mal online zu gehen, wenn ich nichts vorbereitet habe. Beziehungsweise, wenn ich spontan sein möchte und wenn ich mit euch direkt interagieren möchte, was bei YouTube immer ein bisschen schwierig ist. Auf jeden Fall möchte ich euch bitten, wenn ihr mich sehen wollt etc. und wenn ihr tatsächlich auch nichts verpassen wollt, geht einfach auf Twitch, lasst einen kleinen Follow da, ihr werdet benachrichtigt, wenn ich da online sein sollte. Da ist bestimmt auch mal Content für euch dabei und vor allen Dingen könnt ihr da mit mir direkt sprechen bzw. schreiben, was genau euch gefällt und was ihr euch vorstellt, wie auch immer, oder was ihr mir schon immer mal sagen wolltet, was auch immer. Auf jeden Fall können wir da direkter kommunizieren und genau das möchte ich, dass ich mit meiner Community auch direkt kommunizieren kann. Ja, ansonsten, bei YouTube erreicht ihr mich natürlich auch immer über die Kommentare, ihr wisst es genau, ich antworte ziemlich schnell. Ja, meine Freunde, dann starten wir jetzt erstmal durch. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Mit den ersten Videos versuche ich natürlich auch direkt zu beginnen. Allerdings startet die neue Expansion für Hearthstone erst im August. Von daher muss ich dazwischen noch ein bisschen was anderes einfädeln. Aber ich denke, da wird noch ein bisschen DayZ vermutlich kommen oder anderer Stuff. Je nachdem, Ideen? Lasst sie mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr, wie gesagt, auch aktuelle Games habt, die man sich vielleicht mal angucken sollte. Ich
bin für alles offen. Ich habe nicht immer alles auf dem Schirm. Ich hoffe, man sieht sich halt bei Twitch. Oder wieder hier. Wie auch immer. Sehr gerne auf jeden Fall. Meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, falls ihr Urlaub habt. Einen wunderschönen Urlaub. Genießt das Wetter, das zurzeit ja noch echt gut ist. Meine Freunde, und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Ganscher. Get down the bowl, kick off your shoes and you throw them on the floor. Dance in the kitchen till the morning light, Louisiana Saturday night. Hey, get down the fiddle and you get down the bowl, kick off your shoes and you throw them on the floor. Dance in the kitchen till the morning light, Louisiana Saturday night.